Weißt du, was geil ist? Weißt Weißt du, was noch viel geiler ist? Ja, du bleibst hier drin stecken. Oh, ja. Ich hab jetzt auch gerade gedacht, irgendwie könnte das ganz schön knapp werden. Hallo Leute und willkommen zur 6. Folge von Achievement Hunter Projekt. Wer ist heute mit dabei? Wieder der Tisch-LP. Ach nee, nicht schon wieder. Ich wollte doch heute mal mit Noobtown. Ah, okay, da kommt doch gerade ein Moment. Okay, ja, dann wechselt ihr euch am besten ab. Dann mach ich heute. Okay, jetzt bin ich da. Oh, Noobtown, ja, hallo, schön. Gerade war wieder dein Bruder am PC, wollte mich, glaube ich, ein bisschen trollen, weil der wieder mit mir aufnehmen wollte. Aber ja, gut, jetzt bist du ja da und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch mal. Was, dein Bruder ist ein Opfer, okay? Ja. Wir gehen jetzt mal auf den Server. Auf den einzig wahren Achievement Hunter Projekt Server. Ah ja, hier waren wir ja. Oh mein Gott, Noobtown, ich habe keine Legs. Okay, ich hab doch Lex. Nein, ich hab keine Lex. Ah ja, wir wollten ja hier diese Höhle weiterbauen. Wir wollten auf. Was wollten wir nochmal machen? Wir wollten ganz viel. Nein, wir wollten doch Strip meinen. Wir wollten Obsidian holen. Ja, Obsidian! Genau, das wollten wir ja. Und du musst auch einen Kuchen backen. Und du weißt immer noch nicht, wie das Rezept geht. Das hab ich doch. Nein, ich hab nur Kuchen backen. Warte, Alter. Nee, ich hab Kuchen auch. Die Lüge. Weißen, Zucker, Milch und Eier hab ich. Das steht geschafft bei dir. Nee, steht doch nicht geschafft. Oh. Dafür habe ich hier mehr Nachzucht, habe ich noch nicht. Das ist halt das Problem. Man hätte vielleicht so einstellen können, jedes Achievement, was einer bekommt auch ein anderes. Das ist es zum Beispiel bei Captive Minecraft, ist das so. Weißt du, was Captive Minecraft ist? Nein. Das ist so, man ist so gefangen auf so einem 1x1 Block. Mit dieser komischen Wand, die da ist. Du kennst ja diese Wand. Ja. Und dann muss man, wenn man ein Achievement schafft, dann erweitert sich diese Wand halt. Und das ist halt auch ziemlich lustig, aber das ist halt anders, weil hier ist ja Hardcore und so, das ist ja viel lustiger. Hast du noch Eimer, die Milcheimer? Ja, die Milcheimer, warte, ich tue da einfach neue Milch rein. Wir haben ja unsere Kuh, oder hat die schon jemand wieder umgebracht? Ich hole mal Milch, Eier und so müssen wir noch haben. Also ich habe noch ein, warte, braucht man ein Ei oder zwei Eier? Ich weiß das gerade selber nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Ei, habe ich hier da hingelegt, da oben. Ich hole mal die Kuh. Hab ich Weizen? Hast du Weizen? Gib mir mal zwei Weizen, einfach nur so. Warum? Nur so. Danke. Wir wollen ja nur eine Kuh, wir müssen die eigentlich nur melken. Ja, ich muss aber eine Kuh noch nachzüchten, quasi. Warum? Achso, ja. Damit ich noch das Nachzucht ich bekomme, weil ich weiß, wo eine Herde ist. Ja, dann kannst du die auch, dann kann ich die auch melken. Ja, hier melken. So wie Milky Way, was? Nein. Die Kühe haben sich in Schweine verwandelt. Hä? Was? Nee, warte, das war irgendwo. Die Kühe haben sich in Schweine verwandelt, ist auch lustig. Das hab ich also eigentlich brauchen wir auch ehrlich gesagt Schafe, ohne Scheiß. Weil wir können uns einfach Bett machen, aber nee, scheiße, wenn wir tot sind, sind wir ja eh raus, ne? Hab ich ja gar nicht drauf beachtet. Hier, guck mal, das ist meine kleine Kuh. Meine kleine Kuh. Ach ja, ich hab Schaffleisch. Es gibt ja heutzutage Schaffleisch. Das nennt sich Hammelfleisch. H-A-M-M. Oh, ich hab die Kuh getötet einfach. Bist du Bill? Nein, mein Kind! Du Monster! Hier, nimm die Milcheimer. Du musst sie noch vermehren. Ja, warte, ich bin dabei. Chill doch mal kurz. Man braucht zwei Milcheimer oder drei? Drei. Hallo? Ja, die will gar nicht, die andere Sau. Okay, ich brauch noch eine Kuh. Hier gibt's keine andere. Du hast sie gerade eben getötet. Hör doch auf! Okay, du kriegst keine Kuh mehr. Das kannst du nicht mehr nachvollziehen. Ich brauche noch einen Milcheimer. Nein, ich finde noch eine Kuh. Die Folge sollte mir eigentlich jetzt folgen. Ich finde einen Liebhaber für dich. Okay, sie liebt mich gar nicht mehr. Doch, sie liebt mich immer noch. Das Problem ist, sie soll mich nicht lieben, sondern sie soll. Kann ich nicht auch die einfach mit einem Schaf oder so vermehren? Ja, probier's mal. Probier's mal mit gemütlich, was? Nein. Ja, ich werde dann diese liebende Kuh werde ich jetzt einfach umbringen, oder? Nein. Komm, sei dabei, wie sie langsam stirbt. Okay, sie ist. Nein, tu es nicht. Nein, ich habe den Sterberuf gespürt. Oh nein, du bist einfach mit den Kühen so verbunden. Über so ein Kuhfeld. Hä, was? Das tat so weh. Oh ja. Egal, wenn wir noch zwei Kühe finden, dann muss mir noch ein Weizen geben. Dann, ja.
Hä, wo bist du denn jetzt eigentlich, Noobtown? Du bist einfach verschollen. Gib mir noch einen Milcheimer. Du hast mir nur zwei gegeben. Ja, ich geb dir den dritten, aber ich wüsste gerne, wo wir über Adams tun. Ich hab ihn gefunden. Aber. Autsch, das. Aua. Aua, aua, au. Au, au. Hier ist Fleisch. Oh, hier bin ich. Das war mein Bein. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Hä, wo kommen wir? Kommen wir wieder zurück? Ah ja, 0400 war das, ne? Aber 0400, ja. Ja, warum mussten wir eigentlich. Warum mussten wir eigentlich zu 0400 hin? Hab ich gar nicht verstanden. Du hast irgendwie gesagt, es wurde uns eine Schiefen aufgezwungen. Oh, hier sind Blumen. Dass irgendwie wir ein Haus bauen müssen. Wer hat das denn geschrieben? Einer von dir? Ja. Ja! Yeah. Und das genau am Spore, also bei 00 oder was? Da kannst du ja, wenn du das geschafft haben, kannst du ja so diesen Community-Achievement oben rechts einblenden. Und ich auch. Nicht bei 00. Wir sollten nur ein Haus bauen und ich hab mir. Ja, das ist, finde ich, cool, dann machen wir das. Dann kriegen wir ein Achievement, ein Community-Achievement. Ein Community-Achievement. Ja, von da können wir dann auch quasi anstatt in den Thumbnail machen wir dann einfach so, anstatt Achievement Hunter, der Community-Achievement Time oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, warte, ich gebe dir noch Milch. So, ich suche aber noch ein paar Kühe, ne? Du weißt jetzt das Crafting-Rezept? Die unterste Reihe mit Milcheimern. Richtig. Oder die Mitte. Und die oberste Reihe mit. Weiz. Hast du noch ein Zuckerrohr? Nö, ich hab keinen Zucker. Du brauchst nur einen Zucker in der Mitte. Und zwei Eier in der Mitte? In der Mitte, also ganz in der Mitte. Ganz oben drei. Dann müssen wir eins suchen jetzt noch. Ich hatte letztes Mal so viel Zucker aufgebaut, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das Problem ist, wo ist das Ganze? Ich weiß es nicht. Ah, Cassidy, hast du mal in die Kiste geguckt? Oh, nee, hab ich nicht. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Ich suche noch Kühe, Eier, gib mir. Gibt's. Kiste? Ja, die habe ich. Dafür habe ich doch auch eine Schiebe bekommen. Nein, habe ich nicht. Ah, ja. Oh, ich habe keine Legs mehr. Es lag einfach nur daran, dass ich die Lüge noch nicht hatte. Ja. Ihr Noobton, wir haben es geschafft. Gib mir noch mal bitte einen Weizen mit, sonst bringe ich dich um. Einen Moment. Ja, ich tue gerade noch Weizen umdriff. Umdriff? Wie geht das? Braucht man zwei Zucker? Entweder du musst ein Ei in die Mitte tun und links und rechts Zucker oder andersrum. Ein Zucker in die Mitte und links und rechts. Okay. Eier, aber eigentlich machen wir für Kuchen immer zwei Eier. Okay. Also hast du einen Kuchen jetzt? Bitte? Noch nicht. Ich bitte? Hatte einen Zucker. Hast du jetzt eigentlich mal dieses 3D-Texture-Pack runtergeladen? Nein. Damit alles okay. So 3D. Boah, du bist total scheiße. Deine Zuschauer erleben gar nicht die 3D. Hä? Das geht nicht. Was denn? Guck mal, ganz unten tust du drei Milcheimer hin, ne? Das hab ich. Ganz oben tust du drei Weizen hin. Das habe ich. Dann tust du links und rechts in der Mitte tust du entweder Ei hin oder Zucker und in der Mitte dann das andere. Und da kriegst du einen wunderbaren Kuchen. Nee, das klappt nicht. Echt nicht? Nee. Dann mach das mal andersrum, die Milch oben. Aber hä, die Milch oben? Und dann versuch das nochmal aus. Ich habe das auch ein bisschen rumprobiert, aber naja. Okay, das wird dann eine Ausprobierfolge, wie man so einen scheiß behinderten Kuchen kauft. Das Gute ist, wir haben gerade Tag, das bedeutet, es kommen keine Creeper hinter dir, die dich dann explodieren, wenn du gerade den Kuchen. Weißt du, musst du einfach ein Item rein tun, dann kriegst du den Kuchen, dann explodierst du und stirbst einfach. Das finde ich super. Ich suche gerade noch eine Kuh, ne? Aber es ist ja zum Glück Tag, da kann sowas ja nicht passieren. Ist eigentlich noch auf Hardcore eingestellt, ja, oder? Option, Schwierigkeit schwer, okay. Das ist doch unmöglich, wie sollte so ein scheiß Kuchen gecraftet werden? Oh Mann! Oh, es gibt nicht so viele Möglichkeiten mit den ja, Items, die du hast. Doch. Ich hab Schafe. Ich hab drei Wolle schon mal. Aber wir brauchen ja eh keine Betten. Ah, toll, jetzt hab ich das einen Zucker gedoppt. Sammel ich wieder ein? Nö. Ja, geil. Ja, doch, ich hab's eingesammelt, oder? Oh. Noobtown verzweifelt? Hashtag Noobtown verzweifelt? Was? Hashtag, ich geb gleich auf, einen Kuchen zu craften, ich verkacke einfach. Hashtag Freiheit, was? Nein. Boah, ich finde das voll nervig, gerade überall immer Hashtag Freiheit. Hm? Newton? Das ist übertrieben, das mit dem ganzen Hashtag Freiheit, ja, ist ja... Jeder weiß es eigentlich, was da vorgefallen ist. Das ist auch scheiße, ich habe Eisen gefunden. Aber man muss das jetzt ja nicht so tot, ja, wie soll man sagen, verbreiten. Mediakraft ist einfach scheiße. Ja, vor allem, hast du das Statement gelesen? Ja, ich habe das Statement gelesen. Nur, ja, richtig kacke.
richtig schlecht und gemacht. Irgendwie voll viele Leute haben auch einfach immer dieses Video re-uploaded von Ungespielt. Ja, das wurde gesperrt. Aber von Ungespielt, das wurde anscheinend noch nicht gesperrt. Das von Ungespielt noch nicht? Ich habe gedacht, dass das als erstes gesperrt wird. Weil deswegen ist... Noch gucken eben. Ja gut, dann ist das ja gut. Weil der hat das auch extra, der hat ja auch gesagt, dass sie das machen sollen, damit, falls das gelöscht wird, das noch ganz viel auf YouTube ist. Und Mediakraft-Seite war irgendwie, Facebook-Seite war gelöscht, die Seite war down. Ja, Facebook-Seite, Homepage war down, weil da so viel negative Kacke rüber kam. Ja, da wurde gededost. Ich glaube, irgendein YouTuber hat auch gesagt, die sollen die dedossen oder so. Ich glaube, CK, aber ich weiß es nicht. Ich finde hier gerade gar nichts, Snoop Town, wirklich nicht. Ich suche die ganze Zeit Kühe und ich finde einfach nur Creeper. Oh nein, ich habe nur noch... Nein, ich hab nur noch ein halbes Herz. Nein, ich sterbe. Nein, Uptown. Einen Moment. Ich helfe dir, sobald ich die Kugel gecraftet habe. Ja, ja gut, dann bin ich verloren, Uptown. Okay, das war die einzige Variante, die ich noch nicht ausprobiert habe. Nein, Uptown, das kann nicht sein. Doch. Zwei Kühe und sie lieben sich. Ey, seit wann kippt man Milch über so einen scheiß Kuchen? Ja, das ist wegen der Glasur oben. Das ist eine Milchglasur. Ja, ja, ich habe eine Babykuh, dann habe ich direkt die beiden Mütter getötet, beziehungsweise Bam, die... Ich bin Boss. Mit Hilfe von Wikipedia habe ich es geschafft, einen Kuchen in Minecraft zu craften. Mit Hilfe von Wikipedia, geil. Ja. Musst du Wikipedia auch im Video, musst du verlinken, die Seite. Nein. Oh, das verlinken. Ich meine, wenn du es noch nicht mehr schaffst, meinen Kanal zu verlinken. Das habe ich geschafft. Ja, ich habe es gesehen, ich war erstaunt. Ey, war es da? Ist nicht der richtige Link. Ach ja, Leute, ihr müsst wissen, das war schon echt lustig in den ersten Folgen von Achievement Hunter. Einfach mein Link da hingeschrieben. Ja, er hat hingeschrieben, die Spieler, die dabei waren, da hat er Noobtown erwähnt, hat er meinen Namen hinter mir so in Klammern, hat er einfach seinen Kanal geschrieben. Okay, ich muss hier nur noch 0400, sonst bin ich verloren. Okay, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. So ein bisschen. Wo bist du denn? Ich bin bei minus 130 und positiv 400. Ja, schon eine Höhle gefunden. Nein, oh, Noobtown, das... Hä? Boss Höhle Nummer 1. Hä? Minus 400? Und hä? Das ist Jesus, hä? Hä? Ich verstehe das nicht, Noobtown. Ich verstehe es gerade nicht. 0 und 400. 0 und 400? 0 und 400. Ja, also minus. Also 400. Z ist 0. Und Z ist 400. Nee, X ist 0 und Meine ich ja. Ja gut, das ist, dann bin ich doch nicht so weit weg. Weil das wäre über so einen Fluss gewesen. 370, okay, ich näher mich, Newton, ich hab den Weg gefunden nach Hause. Newton, wo ist der Kuchen? Oh nein, meine Zuschauer sehen wieder gar nichts, weil einfach hier. Wo bist du? Hast du in der einen Höhle weitergegraben? Ja, und ich habe vergessen, Fackeln zu machen. Oh, und ich hatte welche dabei. Oh, bin ich gut. Bin ich einfach gut. Ich weiß gar nicht, wo unsere Höhle überhaupt gewesen sein soll. Von so einem kleinen Tal. Ist kaum zu übersehen. Ich stehe jetzt da gerade, wo unsere Höhle, wo unsere ganzen Sachen sind. Aha, da vielleicht. Alter, was ist das für eine riesen Eisenerzader? Komm, ey, so eine riesen Eisenerzader hat ohne Spaß noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. So, in Minecraft. In deinem ganzen Leben in Minecraft? Nee, und ich spiele schon ganze 3 Wochen jetzt Minecraft. Oh. Oh. Dann kommst du auch unter die Mine? Weil ja, wenn ich die gefunden habe, gerne. Na, was bringt das eigentlich, dass wir uns gerade hier runtergraben? Wir finden eh keine Lava. Man will ja doch, warum? Ah ja, stimmt, du hast hier Eimer, da kannst du ja direkt Lava-Eimer machen. Kannst das. Ja, oder du gehst einfach nach unten und packst einfach einen Wassereimer drauf und dann ist. Gut. Ich habe aber. Oh, ich habe gerade sowas richtig. Ich habe Lava gefunden auf jeden Fall. Wo? Oh. Ja, ich bin. Komm mal wieder raus und komm mal zu den Öfen und dem ganzen Zeug. Ich habe so eine Spalte, so ein. Wie soll man sagen? Doch, Spalte ist schon das richtige Wort eigentlich. Ich habe so eine riesengroße Spalte in der Minecraft-Welt gefunden. Da runter zu graben, das war eigentlich voll die dumme Idee, weil ich habe einfach eine Spalte gefunden in Minecraft. Wie viel Lava ist denn da? Da ist so viel Lava, dass du dir raus ein Haus bauen könntest, aber da würdest du sterben. Also viel. Oh, hier ist ein Zombie mit einer geilen... Okay, er ist tot. Ich will die Erfahrung. Ja, 21 Level. Okay, der Kuchen ist gleich gegessen. Dann ist ja, dann hast du ja noch deinen eigenen. Wo ist denn Lava in der Minecraft-Welt? Ja, hier kommt... auf... Bei Lucky SG wäre das jetzt so, dass, wenn du den Kuchen essen würdest, kommt da einfach TNT. Oh, geil.
ist ein Loch und Ohr. Yo. Ich würde nicht das Loch unterfallen, ne? Na, das wollte ich nicht. Nee, nee. Nein, pass doch auf. Sag mir doch, dass hier Ende ist. Komm, ich baue hier eine Treppe. Das wäre eine gute Idee. Ja, glaube ich auch. Guck mal, da unten ist noch... Ja, okay. Ignoriere die Treppe. Du. Ich wollte nur zu deiner Sicherheit bauen, weißt du, damit du nicht direkt in Lava stirbst! Alter. Dieser Creeper... Ach, du stehst gerade in der Lava drin. Nee, da hätte ich lauter geschrieben. Da hätte ich... Da bist du wie bei Siegecraft geschrien. Wieso erwähne ich eigentlich voll viele alte Videos von mir? Oh Gott, da ist schon wieder die Wetten, mit einem kleinen Zombie fängt's an und später... Ja, da kommt die ganze Familie, ja. Wenn du den Sohn tötest, dann kommt der Vater auch. Ja, ich hab Sohn jetzt getötet, mal gucken, was mich hier um die Ecke erwartet, wahrscheinlich, Der ganze Clan. Skelett. Oh, und was? Genau. Was, ein Zombie und ein Skelett ergeben? Ein Zombie? Okay. Ein Som-Skelett. Das wäre richtig geil, wenn so Zombie und Skelett lieben machen würden, dass das einfach so ein Zombie mit wie heißt es, mit Bogen einfach. Ah, wie krank das aussehen würde. Oder so halb Zombie, halb Dings und dann das Geilste ist, das Geilste wäre einfach, der hat einen Bogen und wenn du dann dem zu nahe kommst, dann nimmt er ein Schwert. Das wäre geil. Ein bisschen überpowered. Ja, dann schießt er dich mit Bogen, aber wenn du zu nahe kommst, dann hat er einfach ein Tierschwert. Okay. Wir übertreiben. Wir erfinden neue Mobs in Minecraft. Yeah. Wow, ganz gut, ja, läuft bei dir, Noob. Town. Wollte ich sagen, läuft bei dir, Noob. Nein, ich wollte sagen, nein, Noob Town, du bist ein Block von der Lava. Oh mein Gott. Aber hier finden wir nicht genug Lava. Das reicht doch erstmal. Nein, das gibt ja nur Kobbel. Alter, du hattest gerade... Kannst du mal einen Kuchen in die Hand nehmen, bitte? Alter, wie fett das ist. Gib mir mal den Kuchen. Warte. Und dann guck dir mal an, wie das aussieht, wenn ich den in der Hand halte. Moment. Nein, bitte nicht, Noob Town, bitte. Oh, Noob Town. Mann, ich will ein bisschen Risiko, aber... Du willst sterben, Noob Town. Jetzt gib mir mal den Kuchen. Guck mal, wie groß der einfach ist. Bei mir sieht er ganz klein aus. Was? Guck dir das an. Wie fett der einfach ist. Bei mir ist er ganz klein. Alter, der ist mega groß. Guck dir das einfach mal an bei mir. Kannst du ja nicht, aber das ist voll... Du gerade nach unten. Oh, der ist ja mega groß. Ja, genau, das habe ich ja damit auch gemeint. Ja. Bei meinem Texture Pack sind goldene Karotten auch. Nee, nein, egal. Wie goldene Karotten sind auch. Ach nein, das ist. Nee, diese sind. Nee, egal. Sind egal, ja, okay. Nein, es gibt nur ein Texture Pack, da sind goldene Karotten. Nicht goldene Karotten, sondern andere Sachen. Piep, 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 genau, solche Sachen. Ah, die Zeit ist vorbei. Wie, jetzt schon? Ja, die Zeit ist vorbei. Von Achievement hat er 6. Ja gut, ich meine, wir haben Achievement gekriegt, ne? Also glaub super. Ich, ja, du hast Kuchen, ich hab Nachzucht. Warte, doch, noch nicht ganz. Wir haben noch 2 Minuten. Wecker hat Scheiße gebaut. Der Wecker hat den Tisch-LP auch aufgestellt. Und dann hast du ja noch 2 Minuten mit dem diskutiert, dass er in Wirklichkeit dein Bruder ist und nicht dein Vater. Was? Nee, egal. Alter, okay. Auf jeden Fall. Aber wir sind fast gar nicht gestorben in der Folge. Das ist voll scheiße. Normalerweise sterben wir immer so halb. Deswegen muss ich immer für die Spannung sorgen und Nutan halb umbringen. Aber nicht in dieser Folge. In dieser Folge bin ich nett zu ihm. Okay, doch, du hattest doch. Das ist in jeder Folge Erlebnisse mit den Vätern von denen. Ja, von der ganzen Familie, ey. Aber ich komme auch immer in eine Höhle, wenn da Zombie-Familientreffen ist. Ja, die haben immer so ein Familientreffen halt. Gemeinsames gemeinsames Gehirnessen. Und dann komme ich da rein und denke sich, oh ja. Oh, ein lebendes Gehirn, ja. Brains. Ich höre einen. Da sind. Ja, ich sehe sie, die Süßen. Da ist ein Villager-Zombie. Die Frage ist, wie. Das war der Häuptling der Zombies. Das war ein Villager-Zombie. Die Frage ist, wusstest du eigentlich, man kann Villager-Zombie wieder zum Villager machen? Gleich mit Goldapfel. Und? Nein, nicht mit Goldapfel. Mit einem Trank. Man muss dem eine goldene Karotte geben und dann so einen Trank. Ich glaube, Trank der Schwäche. Und dann wird er wieder zum normalen Zombie. Zum normalen Villager. Ja, das irgendwie zum normalen Zombie, genau. Ja, genau. Nee, ich wollte das nämlich auch in meine Map einbauen. Dass man einen Zombie-Villager zum Villager machen muss und ach, egal. Ich mache in dieser Folge viel zu viel Schleichwerbung von irgendwelchen Sachen.
meine. Jetzt hier ein Snickers. Also vor allem, wovon ich auch immer weiß, ne? Weil sie spielt immer so die ganze Zeit auf Noobtown Server, ne? Die IP ist übrigens auch in der Beschreibung. Und dann, ja, da spiele ich halt immer die ganze Zeit drauf, ne? Ja, und so ist das eben. Das war jetzt überhaupt gar keine Werbung für Noobtown Server. Nein, überhaupt nicht. Weißt du, was geil ist? weißt du, was noch viel geiler ist? Jetzt bleibst du drin stecken. Oh, ja. Ich hab jetzt auch gerade gedacht, irgendwie könnte das ganz schön knapp werden. Ah, oh, Karotte. Wie, du hast Karotten? Ich will auch eine Karotte. Was war das? Hä? Ja! Oh. Ja, ich wollte. Hier, da. So, damit würde ich sagen, ist die Folge. Ja, warte, ich möchte noch eine Sache machen. Aua. Okay. Du hast. Oh, nicht getroffen! Nein, ich hab dich getroffen, aber du wachst. Ah, ne, jetzt hab ich dich getroffen. Okay, das würde ich sagen, das. Warte, was ist hier unten noch? Nein, das erfahren wir in der nächsten Folge. Von Noobtown Hunter. Was? Noobtown Hunter? Ja, ich hunte dich einfach die ganze Zeit und töte dich immer halb. Okay, gut, das war's dann hier. Nein, ich will auch nach oben. Nein. Warte, okay. Wir machen hier oben die Fahrt, da verdingsen. Die. Nein, Noobtown, nein! Okay. Komm hier zu, auf die Treppe. Ja. Nein! Alter, halb Herz! Nein! Ich hab, Okay, komm, ich hab extra die Treppe hier gebaut. Oh, okay. Okay, gut, das reicht jetzt. Ja, das war's hier mit der sechsten Folge von Schiefen Hunter mit dem Noobtown LP. Ja. Und ja, das war's dann hier und ciao, Leute! Tschüss!